Hallo meine Bügelbretter, hier ist der Wu mit einem Newsflash. Heute geht es hauptsächlich um die DreamHack Malmö, aber auch um eine neue Art des Formats, denn heute versuche ich mal keinen Schnitt zu machen. Mal sehen, ob es klappt. Offensichtlich war hier schon der erste Schnitt und ich habe schon realisiert, ich glaube, ich muss schneiden, aber nicht so viel. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Gib mir Zeit. Epicenter ist die erste News, die wir behandeln werden. $500.000 gibt es zu gewinnen. Wie auch in der letzten Season werden die Top-Teams der Welt vorhanden sein. SK ist dabei, Astralis ist schon dabei, auch FaZe und Gambit. Der Rest der Teams muss sich noch qualifizieren. Mal sehen, wer es am Ende sein wird. Die Blast Pro Series ist ein ähnliches Turnier wie der Epicenter. Aber hier gibt es nur $250.000 zu gewinnen. Nur die Hälfte. Es sind trotzdem die wirklich guten Teams der Szene dabei. Die Invites lesen sich wirklich nice. Es ist North, Astralis, NiP, FaZe, G2 und SK als, naja, das beste Team der Welt oder vielleicht auch nicht mehr, konnten die Blast Series Organisatoren nicht mehr drumherum, sie auch noch zu inviten, denn SK war das letzte Team, das dazu gestoßen ist. Jetzt hat SK natürlich in der DreamHack Malmö nicht so gut performt, aber ich glaube, das sollte dem ganzen Turnier an sich keinen wirklichen Abtrieb leisten, denn es ist immer noch ein gutes Level an Counter-Strike. Optic wurde von der ESL Pro League bestraft. Die ESL nimmt 10% der Verdienste des amerikanischen Teams mit europäischem Lineup. Denn Optic hatte eine Deadline, die haben sie nicht eingehalten. Selber schuld, GG, WP. Ja, wenigstens können sie noch weiterspielen in der Liga. Mal schauen, wie lange. Denn irgendwann müssen sie ihr Lineup auch wirklich einreichen. Oder, also die ESL wollte ja eigentlich nur einen Plan von Optic, wie sie sich vorstellen, dass ihre europäischen Spieler in Amerika die Liga bestreiten. Das Doofe für Optic ist natürlich, dass sich an der Situation nicht viel ändern kann, weil sie nicht einfach von Amerika nach Europa umziehen können und ihren Slot mitnehmen. Das heißt, irgendwie müsste Optic entweder mal eine Season aussetzen und dann in Europa sich qualifizieren. Aber wie qualifiziert man sich zur Pro League? Durch die Mountain Dew League. Und das ist langwierig, das ist anstrengend für die Spieler, Virtus Pro hat da keinen Bock drauf und Optic sicher auch nicht. Also irgendeine Lösung muss es geben. Ich weiß nicht welche, Optik wahrscheinlich auch nicht, sonst hätten sie schon längst eine eingereicht. Und auch die E-League-Gruppen wurden bekannt gegeben. Maus spielt mit Immortals, mit North und mit Fnatic in einer Gruppe. Ja, ich habe recht, ich musste nochmal kurz nachlesen, weil mein Gehirn so groß ist wie eine Erbse. Und die Erbse wurde schon von einem Vogel angepickt. Egal. Trotzdem eine schwere Gruppe für Maus, vor allem wenn man auf die DreamHack zurückblickt. Da haben alle Teams in der Gruppe, außer vielleicht Fnatic, eine sehr gute Performance abgelegt. North war im Finale, Immortals ist aus der Gruppe wenigstens rausgekommen, im Gegensatz zu Maus. Also, es wird nicht leicht für das ex-deutsche Team, die deutsche Organisation. Die anderen Gruppen könnt ihr hier sehen. Ich habe irgendwo einen Screenshot eingefügt, könnt ihr euch mal durchlesen. Und außerdem gibt es unten den Link zu 99 Damage, da seht ihr die News. Und last but not least in dieser relativ kurzen und schnellen Folge, denn ich will das Format ein bisschen knackiger aufziehen und nicht so ganz so trocken gestalten. Deswegen sitze ich jetzt heute auch mal in meiner ganz Leisure-Kleidung, die ich auch zu Hause mal trage. Sogar Jogginghose ist am Start. Seht ihr gar nicht, ist zu dunkel. Jogginghose ist am Start, ja, ich bin nicht unten ohne, nur mal so als Beweis. Manchmal wird da ja spekuliert über die Untenbekleidung von Streamern. Aber wir kommen zurück zum Thema, zu den News. G2 hat die DreamHack Masters Malmö gewonnen, nehmen sehr viel Geld nach Hause. Es ging ja um $250.000. Es ist ja ein Masters-Turnier und kein Open-Turnier. Und im Finale gegen North haben sie mehr als überzeugt, gewinnen 2:0. Die Scorelines waren 16:12 auf Inferno, das im Endeffekt knapper geworden ist, als es hätte sein müssen. Und ein 16:9 auf Cobblestone. Also hat G2 wirklich alles getan, was sie tun mussten. Haben auch kaum irgendwelche Probleme gehabt. Immortals besiegt, SK besiegt. Der Weg war sicher nicht leicht für die Franzosen. Und am Ende eben auch noch North in die Knie gezwungen. Die ja mit Config einen super krassen Spieler dabei hatten, der auch mal wieder in diesem Turnier überperformt hat. Also der hat wirklich overperformed. Das gleiche kann man aber auch über Apex sagen, der bei G2 ein maßgeblicher Bestandteil des Finaleinzugs war. Im Finale selbst war dann Kenny S, der MVP. Er hat einfach alles vernichtet, was ihm vor die Linse gekommen ist. Und da haben die ein oder anderen spekuliert, ob er vielleicht Nervenflattern bekommt.
Ditko. Also, wir kommen weiter, denn es gibt noch ein paar andere Sachen über das Turnier zu sagen. Viele neue Lineups waren am Start. Das ist, denke ich, für mich viel interessanter, als wer es gewonnen hat. Ja, es ist das erste Turnier der Season. Es sagt einiges aus, aber wenn man das gewinnt, muss man sich jetzt nicht unbedingt einen drauf. Also man muss jetzt nicht anfangen, das Holz zu hobeln mit seiner Hobelmaschine. Man kann auch ganz gechillt bleiben und sagen, gut, wir haben das erste Turnier gewonnen, Grundstock gelegt, jetzt heißt es darauf aufbauen. Man hat ja bei NIP gesehen, letztes Mal bei dem Masters Malmö, dass danach gar nichts mehr rumgekommen ist von den Schweden. Ich hoffe, das geht G2 nicht so und ich hoffe, dass alle anderen Teams, die enttäuscht haben, jetzt besser werden. Denn Maus braucht auf jeden Fall noch Zeit mit ihrem neuen Lineup, dass ja, ich meine, sie haben jetzt nicht grottenschlecht gespielt, aber man sieht, dass es noch nicht ganz so rund lief. Das gleiche gilt aber auch für FaZe. Die waren definitiv eine Enttäuschung, denn wenn man das FaZe-Lineup mit Maus vergleicht, dann ist Maus der kleine Bruder, zumindest in den Köpfen von vielen. Und ich denke, dass FaZe doch auch von sich selbst mehr erwartet hat mit Guardian und Olof, die jetzt dort spielen. Das gleiche kann man über Fnatic sagen, über Virtus Pro, über Astralis im Endeffekt auch, denn die haben nicht gewechselt und sind nicht ins Finale gekommen. Und Cloud9 hat auch gewechselt, die brauchen auch noch mehr Zeit. Und last but not least, Navi, die aus diesem Pool der Teams noch mit Astralis am erfolgreichsten waren, aber auch ihre Probleme hatten. Also wir haben in der Szene jetzt eine Situation, in der es darauf ankommt, wer wie viel arbeitet und wer wie effektiv auch arbeitet. Und dann sehen wir vielleicht nochmal eine zweite Welle an Wechseln. Bis zum nächsten Major dauert es ja noch ein bisschen. Aber abwarten, Tee trinken und einfach mal schauen, was die Teams aus ihren Lineups machen. Ich finde es persönlich schade, dass viele Leute so angefangen haben zu flamen, vor allem gegenüber FaZe, die auf jeden Fall outplayed wurden. Da besteht kein Zweifel daran. Aber ich habe es jetzt schon oft genug betont in dieser News. Es geht um Zeit. Man muss sich erstmal neu finden. Man muss sich neu justieren. North zum Beispiel hat das extrem schnell geschafft mit der Edition von Waldemar, dem lieben alten Walde. Der hat nämlich super gespielt und eben zusammen mit Config. Ich meine, wenn Config so ausrastet, dann ist es eben ein bisschen leichter ins Finale zu kommen. Aber North hat ihre Arbeit geleistet, die anderen Teams müssen noch aufholen. Ich danke euch also fürs Einschalten. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Oder einen Kommentar, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, wie zum Beispiel, war scheiße, bitte nochmal so wie früher und im Stehen und keine Ahnung, unten ohne, ist eh viel cooler. Na, also wir sehen uns bald wieder. Lasst mir einen Kommentar da mit eurer Lieblingsbegrüßung, die ihr gerne hören würdet. Letztes Mal ist es ja richtig eskaliert, daher auch die Bügelbretter. Ich hoffe, dass wir auch wieder so viele Kommentare haben mit lustigsten Begrüßungen. Ich greife vielleicht auch nochmal auf die eine oder andere von der letzten Folge zu, denn ich fand die eigentlich ganz cool und kreativ. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.